Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladum, zu einem neuen Part, zu einer neuen Ausgabe, ich war erstmal rückwärts, ja, zu einer neuen Ausgabe der Dwarf News mit dem Zwergenfürst, die Ausgabe des Monats Juli. Ja, und wir starten direkt mal ohne weitere Umschweife in die Themen des Monats Juli. Ja, eigentlich wollte ich es für diesen Monat auslassen, weil es nicht wirklich sonderlich viel zu berichten gibt, aber ja. Ich habe es mir doch erlaubt, meine kleine Dwarf News rauszuhauen. Und wird jetzt sozusagen die Sommerausgabe der Dwarf News für Juli, August. Ja, machen wir vielleicht heute für Juli und August die Sommerausgabe, weil ja, ich sag's gleich mal zu Beginn, wir haben nämlich wie alle Jahre wieder in diesem Juli, also Ende Juli bis Anfang August, eine Sommerpause auf diesem Kanal. Ja, und das ist die erste große News heute in den Dwarf News. Ich mache eine Sommerpause auf dem Kanal, nämlich vom 20.07. bis zum 9.08. bis vom 20. Juli bis zum 9. August 2020 habe ich wieder mal die Frechheit, eine Pause auf meinem Kanal zu machen, und ja, da wird es 2-3 Wochen, ich bin mir nicht sicher, ich glaube es sind sogar fast 3 Wochen, sind sogar insgesamt 3 Wochen, nicht nur fast, da mache ich 3 Wochen Pause, und ja, in dieser Zeit, Leute, die schon länger auf dem Kanal sind, die kennen es schon, die seit 2016 da sind, die, für die das gar keine Ursache mehr, weil das mache ich jedes Jahr, seit 2016, jedes Jahr eine Sommerpause, einfach zu dem Zweck, einfach mal von YouTube runterzukommen und mich anderen Sachen zu widmen, zum Beispiel diesem Jahr dem Weiterschreiben meines Buches, falls man das so nennen kann. Ich schreibe momentan, oder ich schreibe es schon seit langem an dem obligatorischen YouTuber-Buch. Nein, Spaß, ich schreibe tatsächlich nicht kein YouTuber-Buch, sondern so ein, ja, man könnte es durchaus Fantasy nennen, es ist aber nicht wirklich Fantasy, dazu ist es viel zu real, aber ja, wie auch immer, ich will noch nicht viel dazu sagen, ich komme nämlich nie zum Schreiben, und wenn ich jetzt hier Sommerpause mache, vom 20.07. bis zum 9.08., dann werde ich mir die Zeit mal ein bisschen nehmen und mal meine hobbymäßigen Autoren Tätigkeit nachgehen und da mal so ein bisschen ein paar Kapitel weiter dran schreiben, ein paar Seiten, ein paar Wörter, ein paar Kapitel weiter schreiben. Ja, jetzt gestern vor den Dwarfnews am Tag vorher haben wir das Let's Play Deponia von Kanal Bandit. Da ist jetzt ein als Let's Play zu Ende gegangen. Da habe ich mir ja ganz schön Zeit gelassen für, ich glaube fast ein Jahr, also wenn nicht sogar mehr als ein Jahr, habe ich dafür gebraucht, um Deponia zu Ende zu spielen. Und der Nachfolger von Deponia, wie könnte es auch anders sein, wird es dann auch in diesem Monat, im Monat Juli, noch Chaos auf Deponia sein, also Deponia Teil 2. Chaos auf Deponia startet schon am 8.7., also nicht mehr lange. Man kriegt doch schon den ersten bzw. den 0. Part. Das Tutorial kommt dann als erstes. Kriegt dann den 0. Part von Chaos auf Deponia auf meinem Kanal zu sehen. Und ja, die ersten 3-4 Parts, also 4 Parts,
Part 0, Part 1, Part 2, Part 3 kommen dann auch schon in diesem Monat im Juli von meinem Kanal online bis zur Sommerpause. Dann die ersten 4 Parts. Dann geht's in die Sommerpause und nach der Sommerpause geht's dann weiter mit Chaos of Deponia. Da wird es dann im August, da werden dann im August einige Parts noch dazu veröffentlicht. Was schon fertig die Runde. Ich rede hier wahrscheinlich ziemlich lange. ziemlich langsam. Tja. The Night of the Rabbit haben wir noch, das kommt. Ja, kommt. Gibt's noch ein paar Parts von bis zur Sommerpause. Bis zur Sommerpause noch The Night of the Rabbit. Ein paar Parts. Dann haben wir noch, was sehe ich hier noch, Pokémon Uranium. Gibt's noch 1, 2, 3 Parts. Und ja, der Podcast, den muss man natürlich auch nach wie vor erwähnen. Der kommt übrigens auch in der Sommerpause weiterhin. Also wenn ihr mal auf den Podcast-Kanal geht, uns dort abonniert und dort mal reinschaut, der kommt auch weiterhin alle 2 Wochen in der Sommerpause weiterhin. Mal schauen, ob Streams in der Sommerpause kommen. Kann ich nicht versprechen, will ich nicht versprechen. Und ja, weiß ich noch nicht. Also vielleicht kommen auch Streams am Wochenende zumindest einer. Kommt drauf an, wie weiter mit Harveys neue Augen jetzt weiterkommen. Am liebsten würde ich... Oh, die 8! Ich habe die 8, das ist ja neu. Das haben wir durch fast noch nie. Alles mal verpulvern hier. Ich weiß, das ist nicht klug, aber... Ja. Das 8er Item. Ja. Guck mal, Uranium Bilateral Podcast. Der Kanal müsste hier verlinkt sein. In der Infobox, wenn nicht in der Videobeschreibung. In die Infobox, wenn ich dran gedacht habe, es dort reinzupacken. Wenn nicht in der Videobeschreibung, einfach mal. Bilateral Podcast. Und ansonsten, ja, Chaos auf der Bühne, wird man Uranium. Und so geht es dann auch nach der Sommerpause weiter. Viel mehr braucht er nicht. Ja, nach der Sommerpause gibt es dann wieder vom 4.5. Discord Golf at Parts. Da haben wir Golf at gespielt. Da gibt es Aufzeichnungen von Golf at Let's Play. Und Golf at mit dem 4.5. Discord. Was habe ich hier noch? Ich muss mal schneller reden bei den Waffen, sonst komme ich hier nicht voran. Ja, Chaos auf der Bühne. Gibt im August noch ein paar Parts mehr. Guck mal, Uranium natürlich, The Night of the Rabbit, das sind gerade die aktuellen Projekte. Guck mal, Mystery Dungeon, leider erst nach der Sommerpause dann. Neue Parts. Und dann, ja, Golfet 545, der Squad, da geht's weiter mit Golfet. Da habe ich noch was vergessen. Nee, das waren die Themen jetzt mal hier. Wir machen noch eine Runde. Exit Break. Das wünschen sich fast alle. Na komm, dann machen wir das noch. Eine kleine Unterhaltungsrunde. Ja, zur Sommerpause kommt dann nochmal ein Video online. Am 20. kommt dann morgens nochmal ein Ankündigungsvideo online, damit auch alle so wissen, jetzt ist mal Schluss. Jetzt kommt erstmal in der Sommerpause, für die neu sind, in der Sommerpause kommen auch keine Videos. Oh nein, da gibt es keinen Uploadplan. Keine neuen Videos in der Sommerpause. Zeit, sich mal alte Videos anzugucken. Das empfehle ich immer in der Sommerpause. Mal. Bleibt mir bitte treu und bleibt mir erhalten und ja, haut nicht ab. Es gibt so viel zu entdecken auf meinem Kanal. Ich muss mir die Sommerpause auch mal gönnen. Ja, Strecke ausgewählt. Ja, es ist jetzt schon wahnsinnig heiß. Also ich schwitze mich hier hinter der Kamera zu Tode. Das ist ja wirklich. Am liebsten würde ich die Sommerpause ja jetzt eigentlich schon vorziehen. Und jetzt schon die Sommerpause machen. Aber ja, bis zum 20. Juli halte ich noch aus.
ist halt für mich auch mehr Abstand zu gewinnen. Ich mache sonst täglich, jeden Tag YouTube-Videos. Nicht, dass ich mich darüber beschweren könnte, dass ich da. Ich mache es ja gerne, aber ja, wenn es dann heiß wird im Sommer, wenn dann die heißen Monate kommen, und ich dann gerne und dann hier schwitze in die Hölle. Ja, gibt einige Gründe dafür. Und ja, ich kann es mir noch erlauben, jetzt mit meiner Größe, mit meinen paar Abonnenten hier, ist das noch nicht zu tragisch. Solche berühmten YouTuber wie der Gronkh, der Paluten und so weiter, die ganz großen YouTuber hier, die machen keine Sommerpause. Ja, das ist... Bisher hat es keinen gestört, die letzten Jahre, weil ich kaum Zuschauer hatte. Da juckt es doch noch niemanden. Ja. Und ja, vielleicht mache ich noch Streams weiter. Das ist einmal die Woche am Sonntag. Ich denke, das wird sich machen lassen. Ich verspreche noch nichts, aber ja, ich denke, wir werden auch mit Harveys neue Augen bis zur Sommerpause jetzt nicht fertig werden. Nicht komplett. Das heißt, wahrscheinlich der Podcast bleibt da. Der kommt auch in der Sommerpause. Da gibt es auch, glaube ich, ein, zwei Folgen. Ich glaube, es sind sogar fast zwei Folgen, die in die Sommerpause reinfallen. Also, alle zwei Wochen, ihr wisst ja, alle zwei Wochen auf dem Bilateral-Podcast-Kanal eine neue Podcast-Folge. Und Streams, Livestreams. Ich hoffe, das ist ein kleiner Trost. Also, ich sag jetzt hier Livestream. Ja, es ist wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich aber noch nicht versprochen. Ja. Ich werde auf Twitter wahrscheinlich wieder alte Videos posten. Ich werde da Links zu alten Videos schicken, dass ihr die euch mal angucken könnt. Ja, guck mal, da kommt wieder ein bisschen. Ja, zeige ich euch mal ein bisschen. Also auf Twitter folgen könnt ihr auch mal eben. Da zeige ich dann euch auch. Da kann ich dann euch ein paar empfehlenswerte Videos von 2018 und 2019 zeigen. Und unter Umständen auch von 2017. 2016 jetzt nicht unbedingt. Ja, 2018, 2019. Guckt jetzt nicht zu weit zurück. Ja, nicht zu alte Videos von mir gucken. Ja gut, ich beende das, glaube ich, immer an dieser Stelle. Da mich noch oben, solltet ihr gut informiert worden sein. Das waren die Draft-News für den Monat Juli und August für den Sommer 2020. Wir sehen uns dann mit den neuen Draft-News nach der Sommerpause wieder im September. Na dann. Bis dann und ciao.